Du bist kurz davor, aber das ist ein Quickie. Als magisches Medium teile ich mit dir meine Readings aus dem Alltag, Erkenntnisse, magische Reisen und Wochenbotschaften für dich. Bleib dran. Habe ich gesagt, ein magisches Medium? Ich bin ein magisches Medium. In diesem Reading hatte meine Sitterin, die liebe T, Mitte 40, einen neuen Interessenten kennengelernt, nennen wir ihn Sue. Und ja, die konkrete Frage war, ist er es? Und ja, also das, was ich so als Seelenbild hereinbekam, war wirklich dieses, oh, ich sag, ich sehe dich schon im Dirndl mit einem Fashion-Bub vom Festplatz gehen, eingehakt. Soll aber nicht heißen, dass du ihn jetzt erst ja, zur Schützenfestzeit kennenlernen wirst. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern das fühlt sich an wie, ja, Partnerschaft steht kurz bevor. Und ja, dann bin ich in das Buch eingestiegen und es war ein mega einladender Titel und im Prolog konnte ich wirklich schon sehen, du, es liegt hier schon. Ich sah im Fundament aber auch zwei Männer und für mich gefühlt fühlte sich das an wie Herzensmann ist ganz nah. Sagt sie, ja, und den ich da jetzt kennengelernt habe, der heißt halt M, ist Anfang 40 und ja, habe ich über Facebook kennengelernt, ne, so eine neue Dating-Seite offensichtlich irgendwo bei Facebook und schon ein paar Mal geschrieben. So, und dann bin ich mit dem Pendel drüber und der stellte sich weder als Interessent vor, weder als Herzensmann, noch irgendwie in einer anderen Position. Du, und ich sag, das ist ganz merkwürdig. Ich sag, der äußert sich noch gar nicht. Also, wie soll ich dir jetzt sagen, ob es das ist, wenn der stellt sich nicht vor bei mir. Und das war völlig irre. Und dann sagte sie so, ja, der hatte mich auch schon mal zu Hause besucht. Und ja, dass er da eben auch ja, von einschlägigen Besuchen erzählt hat. Ja, ich sag, alles klar. Dann ist das eine ganz klare Absicht. Weil wenn er nicht dein Interessent sein möchte und auch nicht dein, ja, dein Partner und auch nicht in der Rolle eines Freundes, ja, dann sucht er wirklich genau eine Partnerin, vielleicht auch da was Festes, aber dann eben, ja, für gewisse sportliche Betätigung, nennen wir das einfach so. Und das musst du dann einfach auch für dich entscheiden, ob du das möchtest. Aber so nehme ich dann diesen jungen Mann, dem M41, wahr. Ja, also von daher, wie gesagt, Beziehung habe ich gesehen. Aber das jetzt hier, das was sie hier kennengelernt hatte, das würde ich wirklich als, ja, wie ich schon sagte, das ist, also wenn du eine Beziehung suchst, war es das nicht. Drücke ich das mal so ganz vorsichtig aus. Also, ihr Lieben, so kann es manchmal eben auch sein, ne?